Mahlzeit und willkommen zurück bei Freak Peak mit V Rising zum letzten Let's Play Video an diesem langen Pfingstwochenende. Ihr sehen könnt, war ich offscreen wieder ein bisschen fleißig mit der Hilfe vom lieben Dolanium. Haben wir ja gestern noch ein paar Bosse gelegt, also beziehungsweise heute Morgen kam das Video online. Wodurch wir jetzt hier noch schön ein bisschen erweitern konnten. Wir können jetzt glücklicherweise endlich auch selber Schleifsteine herstellen. Das hat uns die Mühle ermöglicht, mit der wir endlich Ziegel fertigen können. Ich mache mal hier meine Nebelschleuder aus. Jetzt ist es ja Nacht, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Und schaut euch das an. Ich war mal fleißig und habe die Burg so weit erweitert, wie ich das schon mal kann mit dem Schlossherz auf Stufe 2. Ihr erinnert euch vielleicht, hier stand dieser Baum, dieser Schrat. Den haben wir offscreen dann mal eben schnell zu zweit erledigt. Jetzt ist er weg. Und bis hier oben haben wir es erweitert. So viel Platz brauche ich zwar noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und jetzt gilt es natürlich, endlich aus diesem Holzverschlag, der er ja nun mal ist, endlich was Vernünftiges zu bauen. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass mein Steinvorrat nicht reichen wird. Genauso wenig wie die Bretter, die ich dafür benötige. Aber wir fangen zumindest schon mal an. Dazu müssen wir allerdings die ganzen Sachen hier ein wenig verschieben. Also ich möchte schon wenigstens den Grundraum hier dann mal aus Stein haben. Damit beginnen wir. Jetzt gehen wir in den Baumodus. Und verziehen die ganzen Sachen erstmal ein Stück weiter rein in den Raum. Na. Ah, so. So. Näher ran hier mit Herz. Na, geht nicht. Also. Wobei. Mal einen weiter runterziehen noch, damit die Sägemühle Platz hat. Outet hin oder liegt die immer noch an? Ja, jetzt komme ich hier nicht vorbei. Könnte aber passen. Könnte passen. Na, können wir uns hier durchdrängeln? Nein, können wir nicht. Jetzt wird es ein bisschen beengter, ihr seht's. Bleibt ja so nicht. Aber das ist jetzt erstmal notwendig. So, die Schmiede tun wir erstmal dahin. Die Sachen arbeiten dann auch weiter, funktionieren also weiterhin, das ist sehr gut. Na, stell das da hin. So, und um das Neue zu bauen, müssen wir das Alte natürlich abreißen. Das machen wir in dem Fall mit der Leertaste. Da unten seht ihr, 75% kriegen wir wieder an Material. Da, 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 da. Sehr, sehr gut, dass wir diese Nebelschale haben. Wird uns das noch sehr, sehr erleichtern hier, das Unterfangen. So, dann beginnen wir den Bau der Wände. Burgwand kann ich da nicht ansetzen, denn da ist ja Holz. Warum kann ich sie da nicht ansetzen? Ach, fehlende Ressourcen. Hä, macht Sinn. Was brauchen wir denn? Steinziegel und Bretter. Dann packen wir uns mal ein paar ein. Zack. Zack. Ah, da habe ich Mist gebaut. Ein bisschen doof jetzt hier. Na. Setzen wir dich mal dahin. Auch nicht so schlimm. Schauen wir, wie weit wir kommen. Wände können wir somit erstmal bauen. Ah, ich glaube, das wird wirklich sehr knapp. Oh, an die Holzwand setzt das doch an, sehe ich gerade. Das ist natürlich angenehm. Kann ich das auch upgraden einfach? Glaube aber fast, Abriss macht schon mehr Sinn.
damit wir die Ressourcen wieder kriegen. Ach, sollte das etwa doch funktionieren, dass ich die Sachen auch einfach hätte stehen lassen können? Mal jetzt aufpassen, dass wir hier nichts abreißen, was wir nicht abreißen wollen. Wie unsere Gerätschaften zum Beispiel. Blockiert durch Einheit. Ich bin ja schon weg. Kurz raus. Hört sich jetzt von außen wahrscheinlich besser. Abriss. Okay. Schon mal eine Palisadengeschichte umsonst. Gleich mit abreißen, nicht wahr? So. Da war unser Türchen. Setzen wir jedoch gleich mal den Burgeingang. Tor kostet auch das gleiche. Na, Schloss, Dienerschloss. Achso, da können unsere Sklaven, wenn wir nachher welche haben, die Türen halt nicht öffnen. Na, sieht das soweit ganz gut aus, möchte ich mal meinen. Okay, dann ziehen wir jetzt die Wand hier einmal durch. Dann haben wir zumindest unsere Grundräumlichkeit hier erstmal wieder fertig. So. Das ist doch schon mal ganz schmuck soweit. Jetzt brauchen wir dazu noch Boden. Jetzt setzen wir erstmal alles wieder um. Obwohl, ich glaube, dann kann ich den Boden gar nicht setzen, nicht wahr? Ach, Kinders. Es ist so spannend. Es ist so spannend. Einfacher Schlossbelag. Es gibt hier noch unterschiedliche Sachen. Hier wie der Schmiedebelag. Der ist dann interessant, wenn das Teil da drauf steht. Gibt es einen Bonus. Aber dazu brauchen wir auch wieder Kupferbahn. Und Blutessenzen müssen wir dafür auch einsetzen. Deswegen machen wir das vorerst nicht. Ich werde mal im späteren Spielverlauf werde ich das natürlich alles verbessern. Fehlende Ressourcen. Was fehlt mir denn hier? Schmiedeboden, ich will doch einen Schlossbodenbelag. Was fehlt mir denn da? Blutessenz? Echt? Für ganz normalen Schlossboden brauche ich Blutessenzen? Na gut. Daran soll es ja nicht scheitern. Oh, das wäre jetzt toll, wenn das jetzt reichen würde. Damit wir ein Dach über dem Kopf haben. So, königliches Muster. Quadratisches Muster. Ich glaube, ich nehme das königliche Muster, oder? Schmuck. Und es geht auch, wenn die Sachen da schon stehen. Perfekt. Mensch, da habe ich mir die ganze Mühe, das hier zu... sag schnell... Was ist denn jetzt? Ach, der Holzsarg. Ach, richtig. Da war ja was. Hätte mir die Mühe, das hier alles umzustellen, komplett umsonst gemacht. So, das Schlosszentrum muss da verschwinden, wie es aussieht. Beziehungsweise. Schauen wir mal nach. Moment, da muss noch Boden hin. Okay, der Holzsack, der blockiert es hier komplett. Na gut. Setzen wir die Sachen hier erstmal um. Dann schauen wir mal, ob wir das Schlossherz unter Umständen versetzen können.
Na? So, behinderte Schlossmauer. Und noch einen rüber. So passt das. Gut. Das daneben. Durch verstärkte Säule. Dorthin. Ja. Schön. Unsere Schmiede zurück in ihre... Naja, Schmiede ist es nicht wirklich. Also unser Schmelzofen zurück in die Ecke. Die Bergbank daneben. Na, woran scheitert es jetzt wieder? Geht doch. Passt. Dann Blutaltar wieder an die angestammte Stelle. Forschungspult daneben. So, das heißt, der Holzsack muss weg. Also reißen wir ihn ab. Schauen wir mal, ob wir das Schlossherz... Nö. Blockiert durch königliches Muster. Das Schlossherz muss also hier so stehen bleiben. Beziehungsweise kann nicht auf Steinboden stehen. Na gut, das soll uns aber auch nicht weiter stören. Dann ist es eben so. Ist dann nur für später interessant, wenn ich es versetzen möchte. Und et voilà. Ihr seht es vielleicht. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Öffnen. Hinaus. Kann das natürlich dank der Kamera, dass man die nicht so geil drehen kann. Also so in dieser Perspektive nicht so gut erkennen, aber es ist jetzt ein Dach drüber. Da sieht man es vielleicht so ein bisschen. Und damit sind wir safe. Und können die Feuerschale dann anderweitig hinstellen. Denn hier gilt es ja noch ein bisschen was auszubauen, nicht wahr? Sehr, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Dann können wir das jetzt hier beanspruchen. Jetzt sollen wir uns natürlich an einen Steinsarg binden, der Sinn macht. Den Holzsarg können wir nämlich jetzt auch gar nicht mehr aufstellen. Ja, weil Steinboden geht nicht. Also, Steinsärge. Was brauchen wir denn? Grabstaub. Ha, da hört es dann wieder auf. Grabstaub haben wir nämlich nicht. Den gilt es jetzt zu holen, beziehungsweise können wir den, glaube ich, herstellen. Ja, mit 100 Knochen. Mit 100 Knochen. Die können wir dann hier rausnehmen, zum Beispiel. Denn die Schale brauchen wir erstmal nicht mehr. 100 Knochen sind einmal Grabstaub und Grabstaub brauchen wir wie viel? Ich bin ja so schusselig. 6. 600 Knochen, so viel habe ich glaube ich nicht. Und wenn ich die Ratten da wegfresse, dann hilft das auch nicht wirklich. Ja, nicht ganz 600, schade. Nicht ganz 600. Nichtsdestotrotz können wir die Knochen da trotzdem erstmal reinwerfen für den Grabstaub. Nehmen wir aber die Steine erstmal wieder raus. Ja, doch, das machen wir so. Grabstaub ist mir erstmal wichtiger. Und dann holen wir uns noch die letzten paar Knochen. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn ich die nötigen Knochen bzw. den Grabstaub habe. Bis gleich. Und pünktlich zum Einbruch der Nacht, naja fast pünktlich zum Einbruch der Nacht, haben wir die 6-mal Grabstaub fertig. Also in 10 Sekunden. Ah, seht ihr hier oben? Weil wir jetzt ein Dach drüber haben, im beengten Burgzimmer. Plus 25% Geschwindigkeit. Sehr, sehr nett. So, nehmen wir uns den Grabstaub zur Hand und setzen unseren Sarg. Wo setzen wir ihn denn hin? Der wird ja jetzt größer sein als der Holzsarg. Alles andere wäre komisch. Wir nehmen natürlich gleich den königlichen Sarg. Der kostet nicht mehr. Da will er zum Beispiel schon mal nicht passen. Dann machen wir das eben so.
Ja, hier so, oder? Setzen wir mal dahin. Kann man auch an der Bar noch dran vorbeilaufen. An meine Kisten komme ich auch noch ran. Perfekt. Schickes Teil, oder? Reingezoomt. Sehr, sehr, sehr schön. So, beanspruchen wir. Und was ist das nächste? Bau und interagiere mit einem Dienersarg. Das könnten wir zwar auch schon machen, aber erstmal haben wir den Platz nicht und zweitens haben wir auch die Fähigkeit noch nicht, die wir brauchen, um uns denn überhaupt einen Diener zu kreieren, wenn man das so nennen kann, möchte. Aber eine ganz tolle Sache können wir jetzt schon bauen. Durch einen der Bosse, die wir gestern gelegt haben. Jetzt muss ich es nur finden. Eigentlich unter Produktion, oder? Lagerung. Hier wäre der Dienersarg. Forschung ist es nicht. Veredelung. Ja. Nämlich den Verschlinger. Den bauen wir auch nochmal schnell. Jetzt holen wir uns 6 Kupferbahnen raus. Den möchte ich euch unbedingt noch zeigen. Zack. Sehr lustiges Teil. Der Verschlinger. Unsere Recyclingmaschine. Ja. Drehen. Ist das jetzt egal, wie rum? Oh, ist vorne. Ich denke mal, das ist vorne. Blockiert durch Einheit, steht wieder zu nah dran. Dahin. Aha. Ja. Ist er nicht putzig? Ich mag ihn. Dann gehen wir mal in unsere Krimskramskiste. Hier ist nämlich alles drin, was wir nicht mehr brauchen. Zack. Damit füttern wir das gute Stück und kriegen dann Material wieder raus. Lass mal die ganzen alten Waffen hier rein. So. Rüstung. Rüstung. Waffen. Waffen. Na? Und Rüstung. Die olle Armbrust hier noch rein. Wieder kriegen wir Tier heute raus. Stein, Bretter. Natürlich aufpassen, dass wir nichts reinwerfen, was wir doch noch brauchen. Und dieses Buch, das hatten wir doppelt. Das gibt uns 10 Papier. Sehr, sehr schön. Und so funktioniert der Vernichter. Hier wird nichts verkommen lassen. Gut, das soll es mit der Folge auch tatsächlich jetzt gewesen sein. Ich werde mich jetzt offscreen weiter um mein Schlösschen kümmern, dass das auch prunkvoll wird. Und dann sehen wir uns, so ihr denn möchtet, heute Abend im Stream. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Pfingstmontag. Alsdenn, bis denn.